Hello again! Oh mein Gott, wie viele Tage ist es her? 10? Sorry, mein Papa schreibt mir die ganze Zeit, deswegen wupp, wupp, mein Handy macht die ganze Zeit diese Moves. Vielleicht mache ich einfach ganz kurz auf Flugmodus. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet tolle Feiertage. Ich hoffe, ihr habt euch entspannt, ausgeruht, erholt. Ich muss wirklich sagen, mir kam alles sehr, sehr kurz vor, obwohl es mir immer sehr lang vorkommt. Keine Ahnung, vielleicht, weil wir auch daran gewöhnt sind, dass sowieso die Läden zu haben und so weiter. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es auch daran, dass ich verheiratet bin und nicht zu meinen Eltern gefahren bin und wir nicht in die Schweiz gefahren sind und so weiter, weil da fühlte sich das immer an, als ich bin ja weggegangen und habe was erlebt und bin in ein anderes Land gefahren und Skiurlaub und so weiter. Und diesmal war es eher so, dass wir meine Eltern einmal besuchen gegangen sind, dann sind meine Schwestern zu mir gekommen und zwischendurch hatte ich auch noch Besuch von der Familie meines Mannes, also von den Eltern und den Geschwistern von meinem Mann. Aber ja, also es war eigentlich immer nur was zu essen vorbereiten, putzen, was zu essen vorbereiten, putzen. Ansonsten ist hier wirklich nicht viel passiert. Also wir haben uns ja auch vorgenommen gehabt, das Gästezimmer zu machen. Allerdings ist es nicht so weit gekommen. Aber ich habe Happy News. Und zwar gibt es ja Click and Collect bei IKEA. Ich wusste davon überhaupt nichts, weil ich brauche nämlich so kleine Plastikbehälter, Boxen, damit ich die ganze Weihnachtsdeko da reinpacken kann, weil die waren die ganze Zeit in Umzugskartons und vorher hatte ich extra in meiner Wohnung damals hatte ich so Schubladen, da waren die dann drin, die Kugeln. Ja, und jetzt habe ich halt keine Kugeln und der Weihnachtsbaum steht immer noch da rum. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich mag den Anblick immer noch sehr gerne. Auch der Weihnachtsbaum hat euch vermisst. Ich habe euch auf jeden Fall sehr vermisst. Ich habe noch eine Neuigkeit für euch und zwar wird es nur noch 2 statt 3 Videos die Woche geben. Ich habe das gerade auf Instagram verkündet. Viele finden es blöd, viele finden es gut. Manche meinten, mach das, Sarah, dann kannst du auch ein bisschen mehr Zeit mit deiner Familie verbringen. Die anderen waren so, bitte mach weniger Stories, weil ich habe gesagt, ich möchte auch gerne mehr in die Instagram-Welt rein. Ne? Instagram ist tatsächlich auch sehr wichtig für meinen Job und ich muss auch so ein bisschen kontinuierlicher da drin bleiben, weil ich mache manchmal Stories, dann mache ich wieder tagelang keine, weil ich ja immer alles vlogge und das ist nicht ganz so schlau, alles doppelt zu zeigen, weil die Leute, ihr langweilt euch natürlich dann. Ich habe mir über die Feiertage auch in den Kopf gesetzt, das Schlafzimmer zu vertäfeln wie hier, also die Wand mit Stuck zu verkleiden wie hier, weil ich habe das zu meinem Vater gesagt, ich meinte, Papa, ich möchte gerne und er so, warum machst du es nicht? Ich so, ja, jemanden wieder dafür zu holen, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich wieder voll teuer, so ein ganzes Schlafzimmer zu vertäfeln und so. Und dann meinte er so, hä, machst du selbst? Und ich so, hä, ja, nachher mache ich das falsch und das wird vielleicht nicht gerade oder schief. Und dann meinte er so, ja, dann kannst du nämlich so eine Meisel nehmen, dann haust du einmal dagegen und dann fällt das Ganze wieder ab. Er war immer so ein Typ, der gesagt hat, mach's einfach. Also was soll denn schief gehen? Außer wenn es nicht gut aussieht, dann machst du es wieder ab und dann machst du es halt neu. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde gleich mal die Baha fragen von Stilbruch Living. Die hat nämlich ihr Wohnzimmer vertäfelt mit so dünnen Leisten, Gipsleisten, woher sie sie hat. Und dann werde ich das mir anschauen und irgendwann machen. Das ist it. Ansonsten hat sich nicht so wirklich viel verändert. Ich bin heute Morgen sehr müde aufgewacht. Ich bin um 8:30 aufgewacht und es hat sich angefühlt wie 5:30 für mich, weil wir wirklich sehr viel geschlafen haben. Beziehungsweise wir sind immer sehr spät schlafen gegangen und dann sehr früh wieder sehr spät wieder aufgewacht. Und dieses Frühaufstehen, obwohl wir früh genug schlafen gegangen sind, war komisch. Jetzt wird gebügelt, dann wird ein Kuchen gebacken, Mittagessen musste ich noch machen. Ich bin gerade noch bei so einem, ich gucke mir gerade so ein Coaching an, so Motivationscoaching, das möchte ich noch fertig machen. Heute Abend essen wir bei meinen Schwiegereltern Fisch. Das ist es, liebe Leute. Seht ihr diesen Wäschberg hier? Das muss ich bügeln. So, ich habe gebügelt und jeder, der bügelt, weiß, wie viele Stunden ich jetzt hier gerade verbracht habe. Hier, dann hier noch die Shirts, hier drin, da oben ist auch alles gebügelt, hier an den Leinen ist auch alles gebügelt. Schön wäre es, wenn ich jetzt alles gleichzeitig nach oben tragen könnte. Also alles auf einmal, meine ich. Ich hasse es, 30 Mal zu laufen. Beziehungsweise 2 Mal. Aber lieber bin ich vollgepackt wie so ein Esel, als dass ich 2 Mal laufe. Ich glaube, mein Sideboard ist da.
Oh mein Gott, ich bin nervös, es auszupacken. Kaum zu fassen, wir haben 16.56 Uhr. Ich bin immer noch im Pyjama. Halt so passiert, ne? Ich habe stundenlang gebügelt. Ich dachte ehrlich gesagt, ich würde ein bisschen schneller fertig werden. Aber dem war nicht so. Ich habe jetzt noch einen Kuchen gebacken. Da, wo bist du? Da bist du. Und wir gehen jetzt zu den Schwiegereltern, also zu meinen Schwiegereltern und werden dort zu Abend essen. Und ich habe den ganzen Tag Velvet geguckt. Übrigens, ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dieses kleine Pferd vor dem Weihnachtsbaum da bestellt. Und habe eine Zeitschrift bekommen. Da sind so schöne Sachen drin. So hübsch. Sehr rustikal, aber richtig schön. Guck mal bitte diese Vitrine an. Ich werde jetzt einmal hier kurz durchwischen. Also die Ablage nur wischen und dann mich umziehen. Weil so kann ich nicht zu meinen Schwiegereltern gehen. Von chillig zu chilliger. Ich habe eine Hose von Zara an. Und ein Oberteil von Naked. Und werde jetzt in blau gehen, Leute. Das Jahr fängt schon wieder mit Joggern an. Meine Güte. Guten Tag. Ich glaube, ich habe gestern aufgehört mit dem Bügeln und dann die ganze Wäsche hochbringen und so weiter. Habe ich dann auch erfolgreich geschafft, nachdem ich dreimal gelaufen bin. Jetzt bin ich gerade auf der Suche. Also ich habe gerade gekocht, drehe nebenbei noch ein anderes Video und ich suche gerade ein Bügelbrett, Leute. Die Bügelbretter sind so teuer. Ich wusste gar nicht, es ist so super teuer. Meins hat 20 Euro gekostet bei Ikea und die Oberfläche ist jetzt zerrissen und so weiter. Deswegen wollte ich eigentlich nach einem neuen gucken. Aber ich glaube, ich werde nur einen Bezug bei Ikea holen, weil die kosten teilweise 100 Euro. Hier ist eins für 1700 Euro. Das ist natürlich total übertrieben. Zwischen 90 und 100 Euro. Und meins von Ikea war absolut okay. Für 20 Euro, keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ihr was so günstiges zu Hause habt, dann denkt ihr so, ist das teurere jetzt krasser irgendwie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein Bügelbrett bleibt ja ein Bügelbrett, oder? Also ich muss schon sagen, es ist nicht ganz so weich. Also es fühlt sich jetzt schon mittlerweile an, als würde ich auf was Hartem bügeln. Und man sieht manchmal die Gitter durch, ne? Aber ich glaube, dazu brauche ich ja eigentlich nur das Innenleben und einen Bezug. Habe ja auch einen ganz coolen Bezug gefunden für 5,99 €. Und das Brett, welches ich besitze, ist, das ist das Brett, was ich jetzt habe. Gucken, gibt es das vielleicht bei Amazon, weil ich habe jetzt keinen Bock, so viel Geld zu bezahlen für sowas. Bügelauflage. Ihr schreit bestimmt alle schon den Namen, aber Lifehide, Bügeltisch, Polsterung, Molton, Bügelunterlage, Bügelunterlage. Ich habe nämlich was gefunden für 8,79 €. Und zwar gegen dieses Abdrücken immer, ne? Also hier steht auch abdruckfreies Bügeln. Plus noch das bei Ikea bestellen. Das kommt jetzt erstmal direkt in den Einkaufswagen. Und dann gehe ich auch direkt bei Amazon zur Kasse, weil sonst, ich bin nämlich so ein Heini, der dann, ja, der das dann nicht macht. Die Zahlungsart verwenden, jetzt kaufen. Moinsen, Moinsens, wie geht's? Hab mich geduscht, geschminkt. Keine Ahnung, warum ich so glänzend aussehe in der Kamera, aber eigentlich. Ich habe meine Nägel abgepiddelt. So ein paar sind noch dran, ein paar. Oh, ich blute. Ein paar sind leider ab und deswegen muss ich die neu machen, weil so kann ich hier schlecht meine Finger in die Kamera halten. Ich habe mir noch ein Latte Macchiato gemacht. Unser Plan sieht wie folgt aus: Ich mache jetzt meine Nägel, danach habe ich noch eine H&M-Bestellung plus das Sideboard mit euch auspacken und wir haben ja noch meine Weihnachtsgeschenke, die ich euch zeigen möchte. All das kommt noch in das Video und es ist schon wieder Mittwoch und ich schneide heute auch das Video. Also it is live und ich freue mich voll. Ich bin nervös, dass mein erstes Video online geht und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe komisch gefilmt. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, aber jetzt machen wir erstmal meine Nägel, weil es ist schon wieder spät und mir geht's gut. Frag mich nicht, was ich bei H&M bestellt habe. Erstmal, meine Nägel sind ready. Ich habe wieder Milky White genommen, weil ich habe nämlich ein paar Nagellacke zugeschickt bekommen von Gitti. Ich weiß nicht, ob ihr Gitti kennt. Die habe ich euch in meinem letzten Video, letztes Jahr, gezeigt. Und die waren bei Höhle der Löwen, meine ich. Und ich glaube, das war das erste Mal in der Geschichte, dass sich alle Sponsoren dafür entschieden haben, mit Gitti arbeiten zu wollen. Also es ist so sehr nachhaltig, alles ist aus Glas, ist ohne Tierversuche, es gibt welche auf Wasserbasis sogar, was super ist für Mütter zum Beispiel, wenn sie ihre Kinder stillen oder ihre Kinder viel im Arm haben oder sowas.
die Nagellacke riechen nämlich nicht und so. Also die sind schon krass. Und ich bin gerade dabei, sie zu testen und zu schauen, ob sie was für mich sind und ob man sie auch gut über einem Shellack zum Beispiel tragen kann, weil ich härte ja meine Nägel, also ich lasse die ja gerade gesund werden. Die brechen mir noch teilweise sehr stark ab. Und ich muss wirklich teilweise sehr tief runterschneiden. Also die brechen mir teilweise an der, also da, wo es man gar nicht mehr schneiden kann, weil es an der Haut ist, brechen die mir einfach weg. Und ich denke, dass es noch ein paar Wochen dauert, bis sie wieder gesund sind. Manche sind auch völlig okay. Zum Beispiel die linke Hand, die ist weniger beschädigt, weil sie auch weniger zu tun hat als die rechte Hand. Die Nägel sich so mit und mit erholen, sodass sie im Frühjahr ungefähr wieder komplett gesund rausgewachsen sind. So viel zu meinen Nägeln. Ich habe mir übrigens, ihr steht auf dem Dior in Bloom Buch, erinnert ihr euch? Und ich habe mir das noch nicht angeschaut. Das ist gerade mein Stativ. Ihr steht hier oben drauf. Und ich meine, das habe ich ja zu Weihnachten von Dior bekommen. Und ich habe es mir noch nicht anschauen können, Leute. Es ist so traurig. Ich muss mich auf jeden Fall die Tage mal hinsetzen. Kommen wir aber zu meiner H&M-Bestellung. Ich habe zweimal bei H&M bestellt. Ich weiß nicht mehr, oder? Ich weiß nicht mehr, was es war. Und bei Zara zumindest kann man in seinen Bestellungen nachschauen und sieht, was man bestellt hat. Und bei H&M ist es so, also es ist schon schwer, sogar eine Rechnung zu bekommen, wenn man online was bestellt hat. Total schade, weil ich wollte eigentlich diesen Rock für ein Silvesterfoto haben. Aber es ist so spät angekommen. Also ich habe die letztes Jahr im Dezember, also Ende Dezember ungefähr, so 25. Dezember oder so bestellt. Und das ist wahrscheinlich direkt auf die Feiertage geschlagen, sodass ich meine Sachen jetzt erst bekommen habe. Naja, mal gucken, was ich davon behalten werde und was nicht. Ich habe sehr coole Teile bestellt, die ich euch jetzt zeigen werde. Und danach zeige ich sie euch nochmal getragen. Wir haben jetzt, wie gesagt, einmal diesen Paillettenrock. Ich finde den sehr schön. Wenn man halt auf Events geht oder wenn man den auch mit einem Shirt im Sommer trägt, finde ich auch ganz schön, oder? Jetzt muss man nur noch gucken, ob der nicht zu kurz ist, weil er sieht wirklich wie ein sehr, sehr kurzer Rock aus. Aber er sieht halt so elegant aus. Also ich finde ihn voll cool mit einem grauen Shirt und dann so Boots. Sieht das doch cool aus, oder? Also das ist einmal der hier. Ich habe den jetzt, glaube ich, in S genommen. Mit 36. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob der kurz ist oder ob er geht, aber fühlt sich gut an. Ich glaube, er war im Sale. Ich schaue mal, ob ich ihn euch verlinken kann. Dann haben wir ein AC/DC-Shirt, weil ich habe einen Rock gefunden. Irgendwie fand ich, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. Die zeige ich euch in Kombination getragen. Also einmal das hier. Ganz schlicht, ganz einfach, ohne riesen Tamtam. Und das stehen, glaube ich, bei online. Stehen nie die Preise drauf, ne? Die muss ich euch dann echt... Verlinke ich euch einfach alle in die Infobox. Fühlt sich auch gut an, also der Stoff fühlt sich leicht an. Und dazu habe ich mir gedacht, diese Farbe hat mir einfach so gut gefallen. Und ich hatte diese Kombi im Kopf und ich weiß nicht, ich bin voll der grau-beige-Töne-Mensch gerade. Und ja, ich werde schauen, ob ich ihn behalte oder nicht. Ich habe mir noch eine Mütze bestellt, die sieht gerade richtig groß aus. Oh mein Gott, schaut euch das an. Was sagt ihr? Ich weiß nicht mehr, was genau drauf steht. Ich mag das hier nicht. Oder? Possibilité steht da drauf. Irgendwie so groß aus. Gibt es Größen? Nee, ist one size. Vielleicht gucke ich gleich, wenn ich mich umziehe, mit einem Outfit, ob das cool ist. Dann haben wir, meine Schwiegermama hat tatsächlich dieselbe Hose. Sie saß neben mir und ich so, willst du die Hose von H&M? Sie so, ja. Sie hat mir aber gezeigt, dass die von der Qualität, also ihre ist so ein bisschen... an den Oberschenkeln so ein bisschen aufgeraut. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sie hat sie schon vor ein paar Wochen gekauft, ob es genau dieselbe ist. Wobei sie halt auch diese Naht hier hat. Und die ist, wie gesagt, bei ihr hier so in der Mitte aufgeraut. Mal gucken, ob das bei mir auch passieren wird. Weil ich finde die so schön. Das ist auch wieder so ein Grayish. Aber was ich an der Hose sehr schön finde, ist diese gerade Linie. Also sie läuft nicht wie eine Röhre zu unten, sondern sie ist komplett gerade, was ich im Moment super schön finde. Wenn sie passt, dann wird das vielleicht eine Lieblingshose werden. Und die ist von innen so gefüttert mit einer Art Velour, sodass das sehr weich aussieht und auch wahrscheinlich sich weich und gut auf der Haut anfühlt. Und auch so ein bisschen wintertauglich ist. Oh, die riecht... Boah, das erinnert mich gerade an eine Mama von einer damaligen Freundin als Kind von mir. Das Mädchen hieß Sarah und die Mutter hieß Isabel. Und die Hose riecht irgendwie nach Isabels Haus. Das riecht nicht nach Leder, das riecht so ein bisschen, ja so, nach ein bisschen nach Parfum und gewaschen. Als hätte die Hose schon mal jemand gewaschen. Oh mein Gott, das riecht nach Isabel. Ich hatte eine schöne Kindheit mit Sarah und Isabel, es war wirklich cool.
Wir haben hier einmal ein Rock. Ich werde die Suche nach Strickröcken nicht aufgeben, weil ich finde die so schön, aber sie sind mir immer zu groß. Deswegen habe ich mir jetzt mal einen in XS bestellt und hoffe sehr, dass er mir passt, zumal ich ihn sehr schön finde. Der hat hier sogar einen Schlitz. Ich finde einfach, die betonen die Figur so schön. Dann noch ein paar Hemden. Manche Dinge waren im Sale, die ich gekauft habe, manche nicht. Das hier ist auch so ein schönes Hemd. Das ist so ein bisschen Camel-Safari-mäßig. Und ich fand das so schön von der Farbe. Bin mir jetzt bei dem Stoff gerade nicht so sicher. Aber ich hatte mir den Stoff dicker vorgestellt. Also ich habe gedacht, der fällt schwerer und nicht so leicht, ne? So wabbelig leicht. Dann haben wir noch ein blaues Oversized-Hemd, nämlich ein weißes Oversized-Hemd. Und ich suche... Das habe ich mal bei Zara gekauft und ich so habe ich mir das gedacht bei dem Hemd, dass es so ein härterer Stoff, festerer Stoff ist. Weil das ist so ein dickerer Stoff, der gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich habe mir mal ein Oversized-Hemd bei Zara gekauft und seitdem habe ich nie wieder so einen schönen Schnitt gesehen. Wirklich so ein schönes Oversized-Hemd. Und das gefällt mir. Das ist cool. Das fällt auch schwer. Mal gucken, ob es von der Länge zu lang ist oder ob das geht und womit man das kombinieren kann, aber... Ja, sowas kann man einfach mit allem kombinieren. Wenn, habe ich mir noch einen Hoodie geholt. Tada! Einen weißen Hoodie hatte ich noch nicht. Oder beziehungsweise es ist so eine Stone-Farbe. Ich wünschte, er wäre vom Material her dicker, sodass dass er fester sitzt. Mal schauen, wie der aussieht, wenn ich ihn trage. Noch eine kurze Info dazu, weil manche auch sagen, du kaufst zu viel ein oder du bist nicht nachhaltig oder ja, du kaufst nicht bewusst ein oder sowas und es ist immer fast Fashion und wenn ich High-End kaufe, gibt es Leute, die sich beschweren. Wenn ich diese H&M, Zara Sachen und sowas bestelle, dann, also ich gehe auch nicht jetzt bei Primark rein und mache einen Primark-Call oder so. Und ich würde schon sagen, dass ich für mich bewusst einkaufe. Ihr müsst das für euch selbst entscheiden, Leute. Ihr könnt nicht zu einem Menschen gehen und sagen, du kaufst zu viel ein. Ich weiß, ich habe hier eine gewisse Vorbildfunktion und ich glaube, ich erfülle die ganz gut. Also ich glaube, ich bin nicht der schlechteste Influencer. Und ich glaube, dass ich auch kein schlechter Mensch bin. Also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und würde euch nicht belügen oder irgendwie bescheißen für Geld oder für irgendwelche Coops oder nehme Kooperationen an, hinter denen ich nicht stehe oder so. Und wenn ich bei H&M einkaufe, ist es nicht, weil ich jetzt einen H&M-Haul drehe, sondern weil ich gerne gucken möchte, was es Neues gibt. Zumal mein Job auch aus Fashion, Beauty und Lifestyle besteht und ich werde immer auf meinen Kanälen Fashion zeigen, auch neue Sachen zeigen. Ich zeige euch ja auch, wie ihr Klamotten, die ihr schon habt, kombinieren könnt, was ihr damit machen könnt. Ich sage euch ja auch immer, guckt mal, ob ihr ein ähnliches Teil habt, das könntet ihr damit und damit tragen. Also ich sage euch auch nie, das müsst ihr haben auf jeden Fall, das müsst ihr unbedingt kaufen. Ich ziehe alles an, ich schaue, ob es sitzt, ob ich weiß, dass ich es tragen würde, wenn nicht, schicke ich es zurück. Und ich sortiere aus. Maya bringt das alles in Frauenhäuser oder wir bringen das zusammen in Frauenhäuser. Vor 2 Jahren einen fetten Flohmarkt gemacht, wo wir so viel Einnahmen hatten, dass wir danach alles gespendet haben. Und da sind teilweise Sachen, die ich 5, 6, 7, 8, 9 Jahre schon trage. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Sachen nicht trage. Ich bin keine von den Bloggern, die einmal was trägt und dann sieht ihr es nie wieder. Und das könnte ich dann verstehen, wenn man sagt, hey Tara, das ist irgendwie nicht nachhaltig oder so. Ja, und deswegen, also seid euch bewusst, dass ich das nicht in Trance mache, sondern dass ich darüber nachdenke und dass ich eine fast 30 Jahre alte Frau bin, die definitiv entscheiden kann, was sie kauft und ob das nötig ist. Klar, wir leben in einer Welt, in der wir brauchen ja eigentlich nichts, ne? Also vielleicht 2 Shirts und eine Hose. Aber ich denke, dass keiner von euch irgendwie nur das Nötigste hat. Ich achte auf die Umwelt, ich lasse kein Wasser laufen, ich nehme keine Bäder. Also ich mache den Teil für mich, wisst ihr, ich schmeiße kein Essen weg. Wenn ich was übrig habe, spende ich sehr viel, ich bin ein ganzes Jahr über Spender und das sage ich ganz offensichtlich laut, damit... auch vielleicht viele denken so, hey, wir können uns auch vielleicht daran ein Vorbild nehmen. Ja, es gibt Zeiten, da gehe ich öfter bei H&M einkaufen oder bei Zara oder vielleicht auch bei MyTheresa oder Farfetch oder wie auch immer. Und es gibt Zeiten, da mache ich es halt gar nicht. Und wie gesagt, wenn ich für mich das Gefühl habe, ich habe zu viel, dann sortieren wir das aus, dann spenden wir das alles. Ich habe auch Verwandte oder Freunde oder so, denen ich das schenke, ne? Also es ist nicht jedes Mal, dass ihr jedes Mal alles mitkriegt. Und ich finde es ein bisschen...
bisschen, also ich finde, ich hoffe, dass dieses Jahr, dass die Leute sich so ein bisschen mehr zurückhalten, anderen Menschen irgendwie so da reinzuführen. Wenn ihr merkt, ey, ich merke ja selber manchmal, wenn ich irgendjemandem zugucke, dann denke ich mir so, oh, musste jetzt diese Werbung sein von, was weiß ich, wo man 100% weiß, dass es nicht funktioniert und so. Und ich glaube, dass ich schon sehr bedacht bin mit meinen Entscheidungen und deswegen wünsche ich mir sehr, dass ihr das respektiert und dass ihr mir auch vertraut. Und ja, das sind jetzt die Sachen, die ich bestellt habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen davon anziehen und sie euch zeigen. Ich meine, mein Mann wäre mit dem Essen angekommen, weil er hat Burger geholt. Übrigens, ich hatte so einen fetten Fettfleck hier drauf. Das ist die eine Jogginghose, die ich bei Zara bestellt habe. Das ist ein riesen Fettfleck, weil ich habe einen Kuchen gebacken und habe den zu meiner Schwiegermama mitgenommen. Die Backform war eingefettet und dann habe ich es im Auto auf dem Schoß gehabt. Und dann stehe ich auf und ich hatte alles voller Öl. Und Fleckenteufel, die kleinen bei DM, habe ich drauf gemacht, habe ich 15 Minuten einwirken lassen, abgetupft und dann in die Waschmaschine getan. Und es hat echt was gebracht. Oh, ich schicke noch ganz kurz den Staubsauger ins Badezimmer, weil ich mir die Haare geföhnt und gestylt habe. Habe ich so einige Haare verloren. Das ist ganz praktisch. Ich drücke dann einfach nur auf Bereich, aufs Badezimmer und dann... Merci. Also ich muss sagen, die Wischfunktion verwende ich gar nicht mehr. Also ich würde auf jeden Fall Staubsaugerroboter empfehlen. Ich benutze meine so häufig. Wenn ich zum Beispiel gekocht und alles aufgeräumt habe in der Küche, dann lasse ich den laufen. Dann muss ich mich auch noch danach staubsaugen und was weiß ich, weil in der Küche fällt mir immer so viel auf den Boden. Und deshalb, also Küche und Badezimmer wird bei mir so oft, oder ich schicke den einfach in den Flur, ne, wenn wir irgendwie dreckige Schuhe hatten oder sowas, direkt danach saugt er. Aber ich benutze echt nicht die Wischfunktion. Also ich finde, der bleibt immer an den Teppichen hängen und bla bla bla. Deswegen, wenn ihr euch immer noch für einen Staubsaugerroboter interessiert, dann kann ich euch die ohne Wischfunktion empfehlen. Wie gesagt, ich verwende den Osmo 950. Man muss auch dazu sagen, ich habe ja auch keine Fliesen oder so, ne? Deswegen, mein Boden ist ein bisschen schwieriger zu reinigen. Der ist nicht wie ein normaler Boden, wo man jetzt einfach drüber wischen kann und dann ist gut. Also der ist schon sehr kompliziert und sehr aufwendig. Dann gehen wir wohl erstmal essen. So, wir haben jetzt gegessen. Ich bin zurück. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Hose mir nicht nur ein kleines bisschen zu eng ist. Okay, das ist überbelichtet. Ja, hör mal, besser zu dunkel als überbelichtet. Aber das wäre jetzt die Hose und das und der Hoodie. Also den Hoodie finde ich sehr bequem. Ich mag es gar nicht, wenn die Hoodies unbequem sind. Der hat so ein, der ist so, der ist ganz weich auf dieser Seite. Der ist wie so ein Vlies auf dieser Seite. Und müsst ihr euch das immer so vorstellen, also wenn ein Stoff so ist, ne? Das heißt nicht, dass es irgendwie doppelt beschichtet ist oder so, sondern der wird einfach aufgeraut, sodass der halt weich wird. Also der wird so praktisch zerstört, damit der so eine weiche, damit der so eine, ja, damit der einfach so eine weiche und so einen weichen Untergrund halt hat. Sehr bequem. Schaue ich mir jetzt gleich nochmal im Spiegel an. Eigentlich, wo finde ich, es muss noch der perfekte Hoodie hergestellt werden. Also der muss einen weiteren Bund haben, einen größeren Bund, der muss tick kürzer sein. Und einen weiteren Bund haben und der Stoff muss ein bisschen fester sein, sodass die Kapuze nicht vor sich her wabbelt, sondern dass die so ein harten Grip, also dass sie so breit steht. Weil ein Hoodie ist ja generell schon was Chilliges und wenn der dann so ordentlich sitzt, dann kann man schon richtig viel damit anfangen. Also dann kann man die auch sehr schick tragen. Ja, aber auf jeden Fall, das hier ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das behalten werde. Auch die Hose, die ist ein bisschen eng. Ich weiß nicht, weil ich vielleicht gerade gegessen habe. So, das hier wäre die Hose. Die hat da unten so einen geraden Schnitt. Ich weiß nicht, und irgendwie... Seht ihr das? Das ist so nach hinten. Seht ihr das unten? Das geht so nach hinten. Ist nicht so mittig. So. Sondern es bleibt so. Das liegt wahrscheinlich an meiner Körperform. Aber die Farbe gefällt mir. Der Rest ist nichts für mich. Jetzt noch einen beigen Mantel drauf. Und dann kann man vielleicht ein Foto damit unten an der Wand machen. Beim Hoodie bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich finde ihn sehr schön, sehr chillig. Ich finde, er ist sehr gemütlich. Ich wünschte mir natürlich... Das, was ich euch gerade erzählt habe, dass er kürzer ist und fester ist und so weiter. Aber so ein Hoodie habe ich ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Aber ich glaube, ich mache echt erstmal ein Foto damit. Next one, Freunde. Also, das Oberteil ist so. Ich finde das Shirt sehr schön. Das ist auch sehr chillig. Also, damit kann man wirklich viel anfangen. Und das würde ich einfach so drehen und dann praktisch in euren BH so reinschieben. Und vielleicht die Ärmel ein bisschen krempeln. Die Sicherheitsnadeln, die das hier so festmachen. Also, es kommt darauf an, ob ihr es lässiger oder eher femininer so wollt. Ne? Ja,
Ich bin außer Atem. Wir haben gerade noch ein Foto damit schnell gemacht. So, vielleicht könnt ihr jetzt die Farben erkennen. Das ist relativ originalgetreu alles. Ich finde den Rock sehr schön. Allerdings, er bleibt irgendwie auf der Figur hängen. Du siehst, er ist auf den Beinen so hängen. Also er ist nicht, dass er so fließt, sondern Seide schmiegt sich irgendwie schon an den Körper an. Und das ist ein bisschen elektrischer geladen. Also wenn ich jetzt so mache, dann bleibt er einfach so. Und das ist auch bei Kopfkissen zum Beispiel so. Wenn ihr auf Seidenkopfkissen schläft, habt ihr meistens elektrisch geladene Haare. Und ja, und ich glaube nicht, dass ich den Rock behalten werde. Aber ich finde, also ich werde sowas suchen, nur nicht aus Seide. Leute, bleibt einfach so. Die Mütze habe ich übrigens auch gerade kurz ein Foto damit gemacht, aber das werde ich auch zurückschicken, weil das ist mir ein bisschen zu skatermäßig. Das ist nicht ganz so mein Ding. Also sie ist ein bisschen so groß. Also das, was hier oben absteht, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber sonst ist sie wunderschön. Auch die Farbe ist richtig, richtig hübsch. Genau, was fehlt uns noch? Also das hier geht auf jeden Fall zurück. Der Rock auch, das Oberteil bleibt. Kommen wir zu den nächsten Teilen. Ich ziehe das nochmal kurz aus. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzustylen. Das Hemd ist anders als erwartet schöner, als ich dachte. Allerdings finde ich, dass der Kragen geschlossen getragen werden muss, weil er sonst sehr komisch seitlich fällt. Er fällt nicht so leicht, oder? Was sagt ihr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Hemd gefällt mir doch sehr gut. Und ich finde auch so schön, dass es leicht ist und trotzdem nicht transparent. Mag ich sehr gerne. Der Rock gefällt mir auch leider sehr gut. Aber er ist halt von hinten, wie erwartet, sehr kurz. Und die stehen meistens auch so ein kleines bisschen hinten weg. Also alle Palettenröcke, die ich je bestellt habe, habe ich alle wieder zurückgeschickt, weil sie meistens zu kurz waren. Und der hier gefällt mir unglaublich gut. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel einen schönen Anlass hat oder ich sträube mich jetzt auch nicht davor, das im normalen Alltag zu tragen. Ich würde das wahrscheinlich mit einem Cardigan kombinieren oder zu so einem Geburtstag, ne, wenn man so ein bisschen schicker gehen möchte. Ich glaube, es ist der Cardigan, der mich dabei stört. Der ist zu kurz. Ist vermutlich zu braun. Obwohl, der geht. Ja, vielleicht so die Kombi. Irgendwie gefällt mir die Stricke ein kleines bisschen besser. Ich könnte natürlich auch schwarze Strumpfhose anziehen, schwarzes Oberteil. Ich mag nicht so gerne schwarz mit gelb. Ich finde dieses zu. Aber könnte man natürlich auch machen. Vielleicht kann man auch hier einen Gürtel draufziehen. Aber ich würde schon eine Strumpfhose. Das ist schon sehr nackt an dem Bein. Ich habe noch ein paar Ohrringe angezogen und werde kurz ein Foto damit machen. Oder? Let's do it. Das Hemd steht mir nicht so gut, finde ich. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das behalten soll. Ich lege es zu der Ich-weiß-es-nicht-Kategorie. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt noch ein Bild damit geschafft und werde den Rock behalten. Noch eine Kombi, die ich euch noch zeigen möchte. Okay, das ist einmal das Hemd. Ich finde es sehr, sehr cool. Es sitzt so schön. Also ich habe dieses andere Hemd, das beige Hemd, habe ich zu der Zurückschicken-Ecke gelegt. Also es geht zurück. Da hat mir irgendwas nicht dran gefallen. Aber das hier ist ein absoluter Traum. Der Stoff fühlt sich sehr, sehr schön an. Es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Ja, ich mag diese Weißreflexe zwischen dem Blauen. Also es ist so sehr, sehr hübsch gewebt. Der Kragen sitzt hier anders. Also es sieht total schön aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dazu kann man zum Beispiel auch einen kurzen Rock oder einen Midi-Rock oder wie auch immer kombiniert oder den Leggings einfach. Und ja, ich mag diese Oversized-Hemden sehr gerne. Aber ich muss wirklich dazu sagen, es gibt nicht so super viele, die sehr, sehr gut sitzen. Also das hier sitzt sehr gut. Ich glaube, das gab es noch in anderen Farben. Wenn es das noch in weiß gibt, dann werde ich die erste sein, die es gleich bestellt. Das ist wieder so ein Teil, das wir 5 Jahre in meinem Schrank hängen und ich werde sehr, sehr viel davon haben. Der Rock ist perfekt. Er sitzt wie angegossen hier oben. Wirklich ganz, ganz eng. Also nicht so, dass es mich zerquetscht, aber auch nicht so weit. Ne? Und ich glaube, es ist der erste Rock, der so schön sitzt bei mir. Und ich finde, solche gestrickten Röcke machen immer eine schöne Figur hinten, denn kleinen Schlitz. Das ist auch etwas, was ich beim Homeoffice zu Hause tragen kann. Homeoffice kann wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder was damit anfangen. Man arbeitet zwar von zu Hause, aber man motiviert sich mehr damit, wenn man sich so ein bisschen schick macht. Und ich habe jetzt auch einfach einen H&M-Cardigan dazu angezogen, den ich sehr, sehr gerne mag. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getragen und immer in die Wäsche geschmissen und der ist wirklich tipptopp. Der piekst nicht, der juckt nicht, der fusselt nicht. Ganz im Gegensatz zu dem, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Aber der fusselt wie ein Weltmeister. Also der hier ist Fussel Deluxe. Trotzdem, das ist eine große Liebe vom letzten Jahr von mir. Also, trage ich trotzdem sehr gerne, sehr oft. Dann fusselt der halt, ist mir egal.
Ja, aber das ist eine wunderschöne Kombi. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schick. Ich zeige euch jetzt noch die Teile, die ich zu meinem Weihnachten bekommen habe. Ich behalte das Hemd, dann dieses ACDC-Shirt. Guck mal, ob es zu meinem anderen ACDC oder zu meinem anderen grauen Shirt irgendwie ähnlich ist. Das ist auch so ein bisschen meliert. Nee, das behalte ich. Okay, ich war gerade unsicher. Hoodie werde ich nicht behalten. Ich suche lieber was Festeres vom Material her, wie ich es euch beschrieben habe. Ich behalte den Rock, auch diesen Paillettenrock hier. Kragenart hat mir auch was zu Weihnachten geschenkt. Und zwar habe ich hier einen Philippa-Kragen. Es ist so ein Wendekragen. Ich wusste das gar nicht. Die kann man beidseitig tragen. Und das zum Beispiel könnte ich mir jetzt auch super darunter vorstellen. Erstens ist es mir dann nicht zu heiß. Und ich habe nicht so viele Schichten an. Also ich habe jetzt nicht hier drunter noch ein Hemd an, bla bla bla. Sondern ich hätte dann einfach nur einen Kragen an. Let me show you. Nur das so rausstehend. Und es würde trotzdem cool aussehen. Mit weißen Sneakers, top. Top, top. Ganz, ganz schön. Sehr, sehr hübsch. Ich habe aber noch drei weitere Kragen bekommen. Einmal einen komplett in schwarz. Sehr, sehr schön. Einmal einen in Jeans. Den finde ich auch so hübsch. Der ist ein bisschen dunkler als es ist. Ja, so ist es die richtige Farbe. Das könnte auch perfekt hier drunter aussehen. Das wäre dann sehr chillig. Der hellblau. Auch ein sehr schöner Kragen. Ich glaube, das müsste auch ein Kent heißt der. Ich verlinke euch natürlich wieder Kragenart in die Infobox. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Mir schicken auch viele Fotos von ihren Kragen, die sie bestellt haben. Ich freue mich dann sehr, weil das wirklich eine Qualität ist, die... Also, sehr, sehr schön. Und einmal noch Carla mit einem bisschen spitzeren Kragen hier. Die Fotos, wenn ihr bei Kragenart seid, richtig gut an. Also seht ihr, das ist ein großer Unterschied. Der ist fast ein Drittel nochmal so breit oder ein Viertel nochmal so breit. Das macht dann natürlich auch einen Unterschied im Style. So sieht's aus. Ich freue mich sehr, die zu kombinieren. Jetzt hole ich mal kurz meine Weihnachtsgeschenke hoch und zeige sie euch. So, ich zeige euch jetzt mal kurz meine Weihnachtsgeschenke. Eins davon habe ich schon an. Und zwar sind das meine UGG Hausschuhe. Ich hatte solche mal in rosa. Allerdings habe ich die einmal draußen angezogen, habe ich die in die Waschmaschine geschmissen und dann war alles vorbei. Dann, was ich auch schon hatte in der anderen Farbe, sind die Doc Martens. Ich wollte sie unbedingt in braun. Ich finde sie in braun so schön. Guck mal bitte, Leute. So hübsch. Und ich glaube, also die schwarzen musste ich richtig hardcore einlaufen. Die muss ich jetzt nicht mehr einlaufen. Also ich habe überhaupt keine Schmerzen. Ich habe die in 38. Ich finde, die fallen ganz normal aus. Ich trage auch so eine 38. Und ja, die weiten sich so ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur so... Ich würde schon irgendwie bei der Größe noch bleiben. Aber ein sehr, sehr schöner Schuh. Sehr gerne getragen von mir. Meine Schwester hat sie sich auch direkt bestellt. Also... I love them. Dann habe ich einen Mantel bekommen. Und zwar einer, der leider zurückgehen muss. Aber ich zeige ihn euch erstmal. Ich wollte einen Mantel, der über meinen Po geht. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich einen Sucher bin, einen dicken Mantel, ne? Und er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Dann hat er diesen Mantel hier gefunden. Das ist ein Burberry-Mantel. Ich schreibe euch die richtige Bezeichnung in die Infobox, beziehungsweise versuche ihn euch zu verlinken. Aber der ist schon richtig hardcore ausverkauft. Also... Man könnte hier auch die Kapuze abmachen und es ist ein sehr schönes Blau und hat ein richtig schönes Gummi hier an den Seiten. Sieht der ausgetragen? Sehr schlecht. Also er ist der totale Fan davon, wenn man keine großen Markenlogos irgendwo sieht. Hier steht ganz klein und schwarz auf schwarz Burberry drauf, aber das war es auch schon. Also mehr Burberry gibt es da nicht. Und der hat hier hinten so einen Bund. Das macht die Taille schön schmal. Und der ist auch relativ lang. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner, sehr warmer Mantel vor allem. Also wirklich, der ist zwar dünn, so, ne? Aber das da drinnen ist, das ist so super warm. Leider habe ich am Ärmel, man sieht es kaum, ne? Seht ihr das? Diesen schwarzen Fleck hier. Und ich finde das für den Preis dann leider zu schade, wenn das so bleibt. Und wird da nicht, also leider ist er halt ausverkauft. Keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal die gleiche Größe kriege. Und hier ist er leider auch, der ist halt so angekommen. Also ich hatte den jetzt noch nicht an. Aber hier ist er auch, da ist er auch kaputt. Da ist irgendwas hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das schon mal getragen war und dann zurückgeschickt worden ist. Und ich weiß nicht, was damit gemacht worden ist. Aber ein sehr, sehr schöner Mantel. Ich hoffe sehr, dass er in meiner Größe wieder verfügbar ist. Und... dass ich mir den dann nochmal holen kann. Mag ich sehr gerne. Also ich bringe jetzt dieses ganze Chaos wieder in Ordnung. Hier liegt nämlich natürlich
nach so einem Haul oder nach Videos liegt dann immer alles rum. Ich hoffe auf jeden Fall, das erste Video 2021 gefällt euch. Wenn ihr neu seid, abonniert gerne diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Danke sehr, dass ihr dabei wart. Mich sehr bei euch gefreut. Und war heute ein bisschen aufgeregt auch. I love you. Danke fürs Zusehen. Dieses Outro vergesse ich nicht, ne?